Okay, werfen wir einen Blick auf diese Aufgabe 18. So, hier ist von einem LC-Filter die Rede. Ja, der hat einen Eingang, der hat einen Ausgang und zu jedem Bauelement gibt es immer noch einen Widerstand in Reihe und oder einen Widerstand parallel. Und jetzt kann man sich zuerst überlegen, was wird das so ganz grundlegend für eine Art von Filter sein? Also die erste Idee wäre ein Bandpass, weil ja da L und C drin vorkommen. Jetzt kann man sich überlegen, also die, wenn ich hier schon mal von die Impedanz hinschreibe, von dem ZL ist J Omega L. Wenn ich die Impedanz von dem C hinschreibe, ZC, genau, ist sozusagen sowas wie das Reziproke 1 durch J Omega C. So, also hier sieht man, hier wird, umso größer die Kreisfrequenz wird, umso größer wird auch die Impedanz. Also das bei tiefen Frequenzen leitet das, bei hohen Frequenzen sperrt das und hier ist es genau umgekehrt. Also das sperrt bei tiefen Frequenzen, leitet bei hohen Frequenzen. Und ja, also was heißt das dann für die Funktion von unserem Filter? Ja, für niedrige Frequenzen leitet das L und das C sperrt, das ist also irrelevant. Genau, also tiefe Frequenzen kommen durch und hohe Frequenzen werden hier abgeblockt und hier abgeleitet. Also das ist ein Tiefpassfilter. Es sollte am Ende, sollte sich das wie ein Tiefpassfilter verhalten. So, und jetzt gibt es hier drei Aufgaben. Also die erste ist mal, wir sollen eine Übertragungsfunktion, wie groß ist die Ausgangsspannung im Verhältnis zur Eingangsspannung, hinschreiben. Und das dafür, dass das hier auch praktisch komplexe Zeiger sind. Ja, und dann kann man natürlich sich nur den Betrag der Übertragungsfunktion später anschauen. Das sollen wir mal skizzieren in dieses Diagramm. Das können wir auch tatsächlich mal von Hand probieren, so ein bisschen. Und dann ist noch die Frage, was passiert, wenn jetzt man den Filter tatsächlich wirklich echt aufbauen würde. Dann müsste ich natürlich Draht nehmen, um diese Spule aufzuwickeln. Und zwischen den Wicklungen der Spule gibt es dann potenziell eine parasitäre Wicklungskapazität mit zum Beispiel 1,25 Picofarad in Parallelschaltung zu der Spule hier oben. Und dann kann man sich natürlich wieder überlegen, eigentlich soll die Spule ja bei hohen Frequenzen sperren. Wenn ich jetzt hier so einen Parallelpfad hinbaue, der dann wieder die Impedanz von einer Kapazität hat, auch wenn die Kapazität sehr klein ist, ne, dann wird das der idealen Übertragungsfunktion dieses Tiefpassfilters nicht wirklich zuträglich sein. So, aber fangen wir mal an hier mit der Übertragungsfunktion. So, ich schreibe mal irgendwie auf U2 durch U1. So, wie könnte ich die jetzt geschickterweise ausrechnen? Spannungsteiler. So, und der Spannungsteiler sagt uns, wir brauchen die Impedanz genau von dem Teil, wo die Spannung drüber abfällt. Das ist R parallel ZC. Und dann müssen wir das durch die Gesamtimpedanz teilen. Das wäre eben genau das gleiche, R parallel ZC plus R plus ZL schreibe ich jetzt erstmal so hin. So, dann ja, müssten wir jetzt im Prinzip diesen ganzen Spaß einsetzen und mit Sicherheit ist es schlau, erstmal dieses R parallel ZC, das ja da zweimal auftaucht, sich ein bisschen anzuschauen. So, wie kann man Parallelschaltungen ausrechnen? Ja, genau. Also könnte ich auch so hinschreiben. Also ich nehme... Genau, also wir, im Prinzip können wir die... Also was heißt die fertige Formel? So eine richtige fertige Formel. Also wir können rechnen R mal 1 durch J Omega C. Ja, das Produkt der Impedanzen geteilt durch die Summe. So, und dann sieht man, durch das 1 durch J Omega C wird das so ein bisschen unschöner Doppelbruch. Jetzt kann ich natürlich hier so Trick 17 machen und kann sagen, ich kann hier und hier, also ich kann im Zähler und im Nenner mit dem J Omega C erweitern. Dann kürze ich das hier weg an der Stelle, das kürze ich hier weg an der Stelle und hier kommt es noch mit dazu. Ja, dann habe ich sowas wie
R durch 1 plus J Omega R C. So, und ich meine, wenn ich das jetzt andersrum hingeschrieben hätte, also wenn ich gesagt hätte, ne, das ist, genau, das ist wie 1 durch, und jetzt rechne ich das mit den Admittanzen, und ich addiere die Admittanzen, die Admittanz von dem Widerstand ist 1 durch R, die Admittanz von der Kapazität ist 1 durch, nee, ist J Omega C. Ja, und wenn ich jetzt in diesem Bruch den üben und unten, oben und unten, meine Maus hier leckt gerade so ein bisschen, erweitere, dann kommt da natürlich das Gleiche raus. So, und ich meine, das ist jetzt im Prinzip schon mal ganz nett, um das irgendwie hier oben einzusetzen. Also machen wir jetzt mal mit diesem Spannungsteiler da oben weiter. Ich mache mal vielleicht so einen Strich, so einen Pfeil. So, also hier geht es jetzt weiter, ist gleich. Und jetzt setze ich also den Teil für die Parallelschaltung ein. Dann steht da R durch, mache mal so einen schrägen Bruchstrich, 1 plus J Omega R C. Und unten steht nochmal genau das Gleiche, 1 durch 1 plus J Omega R C plus R plus J Omega L. So, und jetzt haben wir, wenn wir da scharf drauf schauen, haben wir jetzt wieder so einen Ausdruck mit so einem Doppelbruch, gleicher Bruch hier oben wie hier unten. Was machen wir jetzt? Ja, das mit dem, was unter dem Bruchstrich steht, erweitern. Genau, also einfach wieder erweitern, genau das Ding, genau den gleichen Trick, den wir da oben gemacht haben. Genau, und dann kürze ich das oben und unten raus, also bleibt oben ein R stehen. Und unten bleibt, bleibt hier eine 1 zu stehen. Und dann habe ich hier hinten R plus J Omega. Also ich habe so plus und dann R plus J Omega, Omega L. Und das jetzt eben multipliziert mit dem 1 plus J Omega. Omega RC. Wieso bleibt das auf eine 1? Weil, also wenn wir jetzt hier erweitern, wir kürzen hier weg und kürzen hier weg. Ja, dann müsste natürlich auch R durch 1 durch J Omega RC stehen. R durch. Weil da haben wir auch R parallel zu C hergesetzt. Naja, Moment. Also hier oben, was haben wir hier oben gemacht? Wir haben mit dem J Omega C erweitert und hier oben und unten. Dann blieb hier ein R stehen. Ach so, und hier muss auch ein R stehen bleiben, richtig? Aber nee, warte mal, muss hier ein R. Hier steht der R durch 1 plus J Omega RC und unten steht 1 durch 1 plus J Omega RC. Ja, also die 1 kommt von der 1 hier. Ja, und müssten wir dann nicht R durch 1 plus 1 setzen? Also, wir hatten, ach so, hier muss auch ein R stehen, meinst du? Ja. Ja, hier muss auch ein R stehen, das ist richtig. Da, das hier oben war der Fehler schon falsch. Ich, klar, es ist früh am Morgen, wir haben gerade darüber gesprochen, hier muss ein R stehen und damit muss hier auch ein R stehen. So. Sehr, sehr gut, sehr richtig. Es wäre uns im Idealfall gleich aufgefallen, dass das sonst auch von den Einheiten nicht so richtig funktioniert, was wir gerade gemacht haben. So, jetzt kann man, glaube ich, hier an der Stelle auch nochmal Trick 17 machen. Und um das gleich ein bisschen schöner auswerten zu können, also oder ja, machen wir vielleicht so eine kurze Einheitenprobe. Also hier oben steht ein R, okay, das ist problemlos. Hier habe ich sowas wie R, also Ohm plus Ohm ergibt irgendwie Ohm. Das hier hinten ist einheitenlos. Ne? Hier ist, steht eine 1, Omega C hat die Einheit Siemens R, die Einheit Ohm, also das ist einheitenlos, einheitenlos plus einheitenlos passt, einheitenlos mal Ohm ergibt Ohm, Ohm plus Ohm passt auch und Ohm durch Ohm ergibt was Einheitenloses, was wir hier auch für unsere Übertragungsfunktion erwarten würden. So, und jetzt gefällt mir das R hier oben und das R hier nicht. Und jetzt teile ich das Ganze nochmal durch R.
Und ja, schreibt man trotzdem einfach hier unten weiter. Also dann bleibt nämlich über dem Bruchstrich einfach eine 1 stehen. Und unter dem Bruchstrich haben wir jetzt ja eine Summe aus zwei Summanden. Wir haben hier ein R, also einen ersten Summanden, wo ein R drin steckt. Wenn ich dadurch R teile, bleibt eine 1 über. So, und jetzt kann ich mir hier hinten von den zwei Faktoren einen aussuchen, den ich durch R teile. Und dann nehme ich den ersten, weil dann bleibt hier auch eine 1 über an der Stelle. Und dann habe ich J Omega L durch R. Und den zweiten Faktor, den lasse ich einfach so, 1 plus J Omega R C. So, und das sieht jetzt, wenn man so will, eigentlich irgendwie relativ hübsch aus, weil ich habe hier eine 1, hier eine 1, hier eine 1, hier eine 1. Und ich habe immer so einen J-Omega-Term, wo irgendwas mit R und L und R und C drin steht. So, und in diesen Termen sage ich jetzt, also ja, können wir jetzt kurz drüber nachdenken. L durch R hat dann was für eine Einheit? Genau, also das müsste erstmal eine Zeit sein, weil hier steht ja, Frequenz mal Zeit muss einheitenlos sein. Also die Einheit von L durch R, dass man hier so eine kleine Nebenrechnung mache, ja, L hat Volt Sekunden pro Ampere, der Widerstand hat Volt Ampere, kürze nicht die Volts und Amperes weg und dann bleiben da Sekunden über. Und genau das Gleiche passiert auch bei der Einheit von RC. R ist Volt pro Ampere, C ist Ampere Sekunde pro Volt, kürzlich Ampere, Ampere, Volt, Volt, bleiben Sekunde, bleiben ebenfalls Sekunde über. So, und das heißt, das jeweils Reziproke davon, das hat dann die Einheit einer Frequenz. Also denke ich mir jetzt hier eine erste Kreisfrequenz oder eine erste Grenzfrequenz, Omega 1, das ist R durch L. Kann man gleich mal ausrechnen, wie groß die ist. Und dann denke ich mir noch eine zweite Kreisfrequenz hier in meinem Bruch. Das ist 1 durch RC. Da können wir auch gleich ausrechnen, wie groß die ist. So, und dann schreibe ich hier in der Formel stattdessen, und die wird dann immer schöner und einfacher und sozusagen entfernt sich so ein bisschen von den eigentlichen Bauelementen und wird immer generischer. Also ich habe hier 1 plus, so, und dann 1 plus J Omega durch Omega 1 mal 1 plus J Omega durch Omega 2. Und Omega 1 und 2, da steckt jetzt das L und das C drin. So, und jetzt jetzt können wir die erstmal ausrechnen, würde ich vorschlagen. Dafür nehme ich natürlich mal Octave und ziehe das mal irgendwo hier so ein bisschen auf die Seite. Und da muss ich gucken, dass das nicht allzu sehr nachher von meinem Kamerafensterchen verdeckt ist, was hier passiert. Also trage ich hier erstmal die Werte ein. Wir haben einen Widerstand, oder die Widerstände sind alle 50 Ohm. Die Induktivität sollen 10 Mikrohenry sein. Mikro sind 10 hoch minus 6. Und die Kapazität sollen 10 Nanofarad sein. Das ist natürlich nicht wahnsinnig viel. 10 E minus 9. So, und damit kann ich ein Omega 1 ausrechnen. Das ist R durch L. So, da kommen 5 Millionen raus, 5 Millionen 1 durch Sekunde oder 5 mal 10 hoch 6 1 durch Sekunde. Und für die zweite Kreisfrequenz, Omega 2, 1 durch R durch C, kommen 2 Millionen raus, 2 mal 10 hoch 6. 1 durch Sekunde.
Jetzt ist das Diagramm, in das wir das eintragen wollen sollen, das ist in Frequenzen skaliert und nicht in Kreisfrequenzen. Deswegen wäre es vielleicht eine ganz gute Idee, diese Kreisfrequenzen gleich in Frequenzen umzurechnen, indem man durch 2πf teilt. Also ich nehme das Omega und teile das durch 2 und durch Pi und dann kommen da, ja, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen unschön skaliert. Ich teile das mal durch 1e3, damit ich hier nicht so mit den Zehnerpotenzen rumantieren muss. Also das sind ja 0,8 MHz könnte man schreiben oder 796 Kilohertz. Also wenn ich das in eine Frequenz 1 umrechne, 796 Kilohertz. So, und für die zweite Kreisfrequenz, und also ich, ja, mache ja einfach die gleiche Rechnung, Omega 2 durch 2 durch Pi, dann sind das, wenn man hier wieder die gleiche Umrechnung macht, ein bisschen weniger, natürlich 318 Kilohertz. Okay, so, jetzt stellt man fest, diese beiden Frequenzen sind relativ dicht beisammen. Ja, und da ja hier sowas wie so eine Multiplikation von diesen beiden Frequenztermen auftaucht, also könnte man, wenn man wollte, sich auch so eine gemeinsame Frequenz hier denken und definieren. Und das wäre jetzt nicht einfach das arithmetische Mittel von den beiden Frequenzen, sondern dann, ich müsste sowas wie so ein geometrisches Mittel ausrechnen, also Omega 1 mal Omega 2 und davon die Wurzel. Und wenn ich das dann mal mache und sozusagen in Frequenzen umrechne, was uns ja hier für das Plotten von dem Diagramm ein bisschen mehr hilft, dann kann ich natürlich das Gleiche mit Frequenzen machen. Also ich kann mal rechnen F1 mal F2 und Klammer zu und dann kommen da ja ungefähr 503,3 Kilohertz raus. Nicht mal, sondern durch. So, 503,3 Kilohertz. Aber so genau kann man das eh nicht einzeichnen. Also das wären 503 Kilohertz. Das wäre sowas wie jetzt die gemeinsame Knickfrequenz, die sich aus den beiden Anteilen ergibt, weil die eben so ziemlich dicht beisammen liegen. Ja? So, naja, und jetzt ist die Frage, also was passiert hier in diesem Diagramm? Wie müssen wir das irgendwie einzeichnen? Wie zeichnen wir das jetzt? Wie können wir uns irgendwie eine Näherung überlegen? Naja, irgendwie wollen wir jetzt diese Funktion, so wie sie ist, mehr oder weniger, nee, eigentlich, also nicht diese Funktion, sondern den Betrag nehmen und den wollen wir jetzt für den Frequenzbereich von 10 kHz bis 100 MHz. Das ist ja eine geraden Approximation, so dass man sagt, ab der ersten Frequenz fällt so minus 20 dB die Verhaltung, ab der zweiten mit minus 20. Genau, also wir könnten sowas machen und sagen, ab, also bis zu der Knickfrequenz passiert sozusagen nichts. Also die Knickfrequenz wäre hier, hier ist ein Megahertz, hier sind 100 Kilohertz, hier wären 200, 300, 400, 500. Hier wären 500 Kilohertz, hier wäre das F1,2 und bis dahin passiert praktisch nichts. Ja, also bis dahin habe ich 0 dB und ab dann steigt das eben mit, also eigentlich ab der ersten Knickfrequenz mit 20 dB pro Dekade, ab der zweiten Knickfrequenz mit 40 dB pro Dekade. Genau, und ich, also warum steigt das jetzt auf einmal? Ja, weil, weil,
weil das hier umgedreht ist. Ja? Also weil ich hier habe ich ja so eine, hier habe ich mir jetzt eine Dämpfung definiert. Also hier wird das natürlich kleiner, hier fällt es mit 20 dB pro Dekade und wenn ich das Verhältnis umdrehe, dann hier ist es einfach umgedreht. Ja? Und deshalb steigt es dann an. Das letztendlich einfach hier, weil das jetzt... Genau. Weil das hier eine Dämpfung ist, ist das einfach umgedreht. So, und jetzt können wir gucken. Also eine Dekade wäre, hier wären jetzt 2, 3, 4, 5 MHz. Und hier, also hier auf der Linie soll das jetzt eben 40 dB größer sein. Dann würde ich hier ankommen. Und bei nochmal, hier wären 20, 30, 40, 50. Hier wären es, sollen es jetzt nochmal 40 dB mehr sein. Ja, und dann müsste die Filterfunktion eben die Dämpfung hier einfach so hochgehen. Und ungefähr eben diesen Verlauf haben. So, und jetzt kann man sich natürlich nochmal in den Förmelchen irgendwie überlegen, dass das so ist, wie ich das jetzt hier so hingemalt habe. Also wenn ich jetzt mal dieses A hier hinschreibe, jetzt geht mir so ein bisschen der Platz aus, ich nehme eine andere Farbe. Also wenn ich mal dieses A, was jetzt eben sein soll, Verhältnis von der Eingangsspannung zur Ausgangsspannung, sodass man hier auf eine Dämpfung kommt und mir das jetzt eben hinschreibe für Omega ist viel kleiner als Omega 1, 2. Ja. Dann können wir gucken, dann passiert hier, wenn das Omega viel kleiner ist als das Omega 1 und das Omega ist viel kleiner als das Omega 2, dann kann ich hier immer diese Terme vernachlässigen gegenüber der 1. Ja, also entsteht hier 0,0 irgendwas, 1 plus J 0,0 irgendwas ist praktisch 1. Also das wird zu einer 1, das wird zu einer 1. 1 mal 1 ist 1. Und dann sehen wir schon, dass wir hier das schon gerade schön falsch gemacht haben. Also hier die Linie kann ich gleich wieder weglöschen, weil hier eben steht, 1 mal 1 ist 1, 1 plus 1 ist 2, 1 durch 2 kommt dahin. Ja, also aufgrund dieser Widerstände kann man sich jetzt auch irgendwie so ein bisschen überlegen, dass die Dämpfung eben nicht null ist, schon allein wenn ich hier oben drauf schaue. Ja, also bei ganz tiefen Frequenzen wird das zu einem Leerlauf, das zu einem Kurzschluss, das zu einem Leerlauf, dann ist mein Spannungsteil einfach ein halb. Ja, also ist die Dämpfung hier ist sozusagen, wenn ich das jetzt das Verhältnis umdrehe, ist das 2. So, und 2 entspricht eben, wenn ich das in dB umrechne, sind das schon mal 6 dB. Ja, also ist die Linie hier prinzipiell falsch. Ja, wir starten hier mit 6 dB. So, nichtsdestotrotz, da müssen wir jetzt gleich mal drüber nachdenken. Also wir haben schon mal diese 6 dB hier sozusagen bei tiefen Frequenzen. So, und ich würde jetzt vermuten, dass dadurch dann auch diese Kurve hier praktisch um 1 hochruckelt, aber da können wir gleich mal noch drüber nachdenken. So, und wenn ich jetzt dieses gleiche Verhältnis mir nochmal anschaue, also A für den Fall, dass Omega irgendwie größer Omega 1, 2 ist, ja, dann, also wenn die Frequenz hier, Kreisfrequenz, größer ist als diese Grenzfrequenz und hier größer ist als diese Grenzfrequenz, viel größer ist, dann dominieren auf einmal diese Terme. Dann kann ich die 1 hier vernachlässigen. Ja? Und dann wird das eben auch so sein, also was Großes im Vergleich zu der 1 hier, dann kann ich die 1 auch vernachlässigen. Und J mal J ergibt eigentlich minus 1. Wenn ich mir den Betrag angucke, ist das aber egal, kann ich das J auch weglassen. Also kommt hier eigentlich nur raus, das ist jetzt über den Bruchstrich geschrieben, dann steht da Omega durch
Omega 1 mal Omega durch Omega 2. Und das ist eben so viel wie Omega Quadrat durch Omega 1, 2 Quadrat, wenn ich das jetzt hier mit dem Omega 1, 2 aufschreibe. So, und wenn ich das jetzt in dB haben will, also A in dB, wahrscheinlich schreibe ich jetzt gerade schon mein Kamerafensterchen rein, aber egal. So, dann sind da eben, habe ich da 20 mal den 10er Logarithmus von genau diesem Term Omega Quadrat durch Omega 1, 2 und dann kann ich eben die 2, die da im Exponenten steht, nach vorn schreiben und dann werden da 40 mal 10er Logarithmus draus von Omega durch Omega 1, 2. So, und ich bin mal mutig und scroll mal hoch, auch auf die Gefahren, dass sich hier manchmal Sachen verschieben. Also hier ist jetzt diese Formel und jetzt kann man eben gucken, ja, wenn hier stecken diese 40 dB pro Dekade sozusagen drin. Ja, wenn die Frequenz sich um Faktor 10 ändert, dann wird sozusagen der 10er Logarithmus ändert sich um 1 und dann habe ich 40 dB mehr an der Stelle. So, jetzt ist natürlich trotzdem die Frage, was passiert, ja, also fängt das jetzt hier unten trotzdem bei der, also sozusagen müssen wir hier bei der 0 anfangen zu zählen oder müssen wir hier schon anfangen zu zählen mit dem 40 dB pro Dekade? Das ist tatsächlich irgendwie relativ knifflig, glaube ich, so aus dieser Näherung irgendwie herauszubekommen. Also wenn man jetzt hier unten rein auf diese Formel schaut, ja, würde man vermuten oder würde ich jetzt so sagen, dass wir trotzdem hier unten anfangen müssen zu zählen. Weil irgendwie diese 1 hier vorne, die haben wir jetzt ja so wie in den Skat gedrückt, die spielt jetzt keine Rolle mehr. Also hier steckt jetzt ja im Endeffekt nur unser, also das ist ja der Spannungsteiler im Gleichstromfall bei sehr tiefen Frequenzen. Ich meine, wenn man jetzt wirklich zu hohen Frequenzen geht, weiß nicht, würde mir jetzt meine Intuition sagen, wenn ich die Formel so habe, wie sie ist, fange ich einfach hier von der 0 an zu zählen. Ja, und dann geht da meine 40 dB hoch. So, also ja, können wir mal so festhalten, das hier unten war auf jeden Fall falsch. Das müssen 6 dB sein von den 1,5 oder von den 2 und dann geht das hier so weiter. Und jetzt gibt es natürlich hier so ein bisschen einen Übergangsbereich und dann sollte das mit dieser Kurve hochgehen. So haben wir das jetzt von Hand geplottet. Jetzt wäre natürlich das Einfachste der Welt, einfach Octave zu nehmen und direkt diese Formel von oben, die da oben, wo man jetzt schon noch möglichst wenig Umformungsfehler und so hat, hier reinzuklöppeln und sich das auszurechnen. Und dafür nehmen wir mal den gleichen Frequenzbereich da von diesem Diagramm. Also wir sagen F Start. Das sollten 10 kHz sein, 10 E3, F End sollen 100 MHz sein, das sind 100 E6. So, und wenn ich das jetzt auch so in so einem schönen doppelt logarithmischen oder zumindest logarithmischen Diagramm für die X-Achse plotten will, wäre es natürlich nicht schlecht, wenn ich auch logarithmisch gestufte Frequenzen hätte, richtig? So, also baue ich mir mal für meine Frequenzen so einen Logspace. Hallo. Und ja, 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 sehr gern. Und baue jetzt hier rein, also weil dieser Logspace funktioniert nicht wie so ein Ninspace, ich kann ja nicht direkt Frequenzen angeben, sondern ich muss sozusagen die Zehnerpotenzen von den Frequenzen angeben. Ja, also sehen wir gleich, dass das funktioniert. Also ich schreibe jetzt hier Log 10 von F Start.
Dann Log 10 von dem F-End. Und dann möchte ich, keine Ahnung, 1000 Punkte haben in diesem Frequenzbereich. Jetzt muss ich mal das Fenster hier ein bisschen kleiner ziehen, damit ich hier mehr Platz habe zum Schreiben. So, und unterbinde natürlich mal mit dem Semikolon die Ausgabe. Und jetzt können wir mal in die ersten 10 Frequenzen meinetwegen reingucken. Und dann stellen wir fest, das geht tatsächlich mit 10 kHz los und hat dann irgendwie Schritte. Und wenn ich mir in die, wenn ich in die letzten 10 Frequenzen reinschaue, dann enden wir auch tatsächlich bei 100 MHz. Also das sollte so passen und funktionieren. So, dann kann ich die Frequenzen natürlich wieder in Kreisfrequenzen umrechnen, die ich ja da oben in der Formel brauche. Also Omega ist 2 mal Pi mal F. Auch hier kriege ich jetzt natürlich, kann man das Fenster ein bisschen größer machen jetzt, also mein F, wo ist das, sind jetzt 1000 Werte und das Omega hier sind jetzt auch 1000 Werte natürlich geworden. So, und dann kann ich die Spannungsteilerregel da oben nutzen, aber bevor ich die nutze, rechne ich vielleicht separat ZC aus. ZC ist 1 durch J durch Omega C. Und weil meine Frequenz jetzt ein Vektor ist, müssen wir einen Punkt benutzen, weil ich will ja nicht eigentlich wirklich durch diesen Vektor teilen, ich möchte elementweise dadurch teilen. So, kriege ich für das ZC, muss ich hier mal runterscrollen, nee, das ist hier immer case-sensitiv geordnet, also kriege ich hier natürlich auch 1000 Werte raus. Das gleiche kann ich für das ZL machen, das ist ein, oder nee, J mal Omega mal L. War jetzt falsch. So, egal. Und dann, also hier unten sieht man ja meine letzten Befehle hier auch. So, und dann kann ich jetzt diese Spannungsteilerregel nutzen. Was für die Spannungsteilerregel vielleicht noch nicht verkehrt wäre, ist, wenn ich mir noch eine Funktion baue für die Parallelschaltung. Also wie gerade schon besprochen, wenn ich zwei Impedanzen parallel schalte, nehme ich das Produkt der Impedanzen geteilt durch die Summe von den Impedanzen. Und wenn jetzt meine Impedanzen Vektoren sind, dann brauche ich hier auch jeweils einen Punkt. So, und dann kann ich damit eigentlich direkt das abschreiben, was hier oben für die Spannungsteilerregel steht. Also ich brauche die Parallelschaltung von R und ZC und das muss ich jetzt teilen, auch elementweise durch diese gleiche Parallelschaltung. Plus nochmal ein R plus das ZL. Ja, jetzt habe ich das einfach abgeschrieben, was da oben steht. Sollte hoffentlich stimmen. So, und dann kann ich sagen, jetzt möchte ich daraus diese Dämpfung ausrechnen, ja, so wie das hier in der Aufgabenstellung an der Stelle stand. Und Dämpfung wäre eben der Betrag von genau dem umgedrehten. Und da sollten auch wieder 10.000 Werte rauskommen. Und das will ich jetzt noch schlussendlich in dB umwandeln. Also A in dB ist 20 mal der 10er Logarithmus von diesem A. So, und das sind auch nochmal 1000 Werte. Und die plotten wir jetzt. Und zwar in ein halblogarithmisches Diagramm rein. Semilog x, f und a dB. So, und jetzt sollte das im Idealfall so aussehen wie das da hinten, ja. Und die Skalierung interessanterweise stimmt auch ziemlich gut überein. Passt ganz gut, ja. Also wir können das jetzt mal noch, leider kann man das nicht nicht direkt darüber legen.
aber ich kann das ungefähr wenigstens da irgendwie so hinziehen. So, ich lasse mal das hier so. Ich gebe dem jetzt noch ein Gitternetz und ich beschrifte mal noch die Achsen vernünftig und sage, X-Label ist eine Frequenz. F in, die ist jetzt in Hertz. Die könnten wir auch noch in Megahertz skalieren, wenn wir wollten. Also vielleicht machen wir das mal noch, um das wirklich da vergleichbar zu haben. Wenn ich jetzt die Frequenzen durch 1E6 teile in dem Diagramm da oben, dann kriege ich natürlich Frequenzen raus in Megahertz. Jetzt brauche ich wieder das Gitternetz und schreibe noch dran Y-Label. Das ist eine Dämpfung. Octave kann offensichtlich keine Umlaute, zumindest nicht in der Version, die ich hier benutze. UTF-8 gibt es ja auch noch nicht so lange. So. Naja, und dann sieht man, das passt auf jeden Fall ziemlich gut und das ist tatsächlich so, dass wir hier unten bei dieser Linie eben anfangen zu rechnen. Ja, und dann geht dieses Gleichstromverhalten eben so ein bisschen weiter. Also die eigentliche Knickfrequenz ist eben hier unten, wenn ich die Achse wirklich bis hierhin weiter verlängere. Und hier zwischen gibt es eben diesen Übergangsbereich und dann geht das da hoch. Also so schlecht war unsere Handskizze tatsächlich nicht. Am Anfang haben wir hier ein bisschen falsch gelegen mit diesen 0 dB. Ja, weil wir einfach diesen Spannungsteil da nicht beachtet haben. Okay, so, das ist jetzt das, wenn man das in Octave nochmal rechnet und plottet. Zu der Omega 1 2, ja. Dieses Wort Omega 1 durch Omega 2, wie kommen wir vorhin auf die Formel? Also, wie kommt man auf die Formel hier mit diesem, dass das geometrische Mitte ist? Ja, im Prinzip so ein bisschen, wenn ich hier drauf schaue. Ja? Also, hier multipliziere ich die ja an der Stelle. Und wenn ich die beiden Frequenzen dann da zu einer Frequenz zusammenfassen will, dann ist das einfach das Produkt von den beiden. Und wenn ich dann sagen möchte, das Produkt von den beiden Frequenzen soll aber wieder eine Frequenz ergeben, dann muss ich eben die Wurzel von beiden ziehen, damit da einheitmäßig wieder eine Frequenz rauskommt. Also das, was wir hier ausgerechnet haben, ist so ein... Nur das geometrische Mittelwert. Geometrisches Mittel, genau, ein geometrischer Mittelwert. Dann würde ich sagen, können wir mal LTSpice anwerfen und... Das kann man nur machen, wenn die nah beieinander liegen. Ja, also... Das ist jetzt dann sinnvoll, wenn die relativ dicht beisammen liegen, ja. Also ich meine, wir haben jetzt, das ist ja jetzt hier wirklich exakt geplottet, ohne irgendeine Zusammenfassung von den Frequenzen. Und ja, also es vermutlich wäre das so, wenn ich jetzt L und C so designe, im Verhältnis zu dem R, dass hier bei beiden Knickfrequenzen exakt das Gleiche rauskommt, ja, dann wäre dieser Knick hier vermutlich ausgeprägter. Aber ich sehe ja nicht wirklich, dass ich hier vorne irgendwie einen Knick habe und dann steigt das mit 20 dB pro Dekade, dann habe ich einen zweiten Knick und es steigt mit 40 dB pro Dekade, sondern diese beiden Knickfrequenzen, die eine läge hier irgendwo und die andere liegt sozusagen hier irgendwo. Und deshalb sind die so dicht beisammen, dass die so eh zu einem verschmieren und verschwimmen. Ja, also weil die nur, ja, weiß nicht, 50% sozusagen auseinander liegen, je nachdem, worauf man das jetzt bezieht, kann man die in dem Fall, also zumindest für diese Skizze von Hand hier, relativ gut zu einer zusammenfassen. Und dann sieht man ja auch, dass das hier auch ganz gut passt. So, jetzt können wir versuchen, nochmal das Gleiche einfach in LTSpice zu machen. Dafür ziehe ich mir das ja auch mal so rüber, dass ich hier die Schaltung nebenbei sehe. Und klickt wie so immer auf New Schematic und dann finden wir auf jeden Fall hier mal einen Widerstand. So, jetzt weiß ich, dass der Widerstand, wenn ich den so direkt anklicke, dass der Strom nach unten zählt. Hier unten in der Ecke steht ja Steuerung R zum Rotieren. Jetzt fließt der Strom nach links, jetzt fließt der Strom nach oben, jetzt fließt der Strom nach rechts. So will ich den haben. Und bei dem zweiten drehe ich den nochmal, dann fließt der Strom wieder nach unten. So, bei der Induktivität
mache ich jetzt genau das Gleiche. Die drehe ich auch um 270 Grad, dass die so ist. Dann zeigt der Strom nämlich nach rechts. Das sieht man dem Bauelement nicht so an. Den Kondensator kann ich direkt hinpacken. Ja, dann brauche ich noch eine Spannungsquelle am Eingang. Die finde ich bei Component und Voltage. Pack die mal hier hin. Und dann brauche ich auf jeden Fall noch einen Masseknoten, den packe ich hier unten hin. Dann nehme ich das Wire-Tool und verdrahte das alles wunderschön zusammen. Dann sieht man, dass diese Lötpunkte verschwinden. In dem Moment, wo ich die Bauelemente praktisch festlöte. Und hier entstehen dann Knoten an den Stellen, wo dann wirklich eine Stromverzweigung auftritt. Dann brauchen die ganzen Bauelemente noch Werte. Da gebe ich hier 50 und 50 Ohm ein. Das kann man nochmal einstellen, wenn man da mit der anderen Maustaste da jeweils draufklickt. Und das sind 10 Mikro. Da sieht man, hier gibt es noch einen Serienwiderstand von 1 Milliohm. Ja, den können wir jetzt ganz gut vernachlässigen gegenüber den 50 Ohm. Das sollte keinen großen Einfluss haben. Und hier haben wir 10 Nanofarad. Und jetzt müssen wir der Quelle noch sagen, du bist eine Wechselspannungsquelle und die stelle ich jetzt einfach auf 1 Volt und den Rest stellen wir über die Simulationsparameter ein und sagen hier jetzt, wir wollen natürlich AC Analysis machen, eine Kleinsignalverhalten, lineare Schaltungsanalyse mit komplexen Zeigern. Und wählen jetzt hier auch einen dekadischen Sweep, das ist sozusagen ein logarithmischer. Und stellen auf jeden Fall erstmal als Startfrequenz ein 10 kHz, als Stoppfrequenz 100 MHz. Und jetzt, alter Fehler, also man kann hier so nicht Mega einstellen, man muss Meg schreiben, das ist nämlich Case insensitiv, das wären Millihertz, die man jetzt einstellt. Da sind auch schon viele Leute dran gescheitert an der Stelle. Also wir hatten mal einen Studenten, der hat wollte auch eine Schaltung so im EMV-Verhalten irgendwas und er hat immer M eingetippt und dann waren das eben nicht Megahertz, sondern Millihertz und dann kam totaler Quatsch raus leider. Also da muss man echt ein bisschen aufpassen. Deswegen dieses alte Garbage-In-Garbage-Out-Prinzip. Aber wir haben jetzt ja schon eine Referenz. So, und ich meine, wenn man jetzt hier drauf guckt, ja, hier sieht man das ja recht schön. Wir haben jetzt 4 Dekaden und ich habe hier zum Beispiel 1000 Frequenzen eingestellt insgesamt. Und hier kann man jetzt nicht insgesamt Punkte einstellen, sondern, oh, was ist denn das für ein Fenster? Sondern Punkte pro Dekade. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel 250 einstelle, sollte das insgesamt die gleiche Frequenzanzahl sein. Ja? So, dann steht das da und dann simuliert das auch schon los. Und jetzt packe ich mal LTSpice vielleicht hier so hin und lasse LTSpice nochmal die Fenster neu sortieren. Teil horizontally. So, und dann hat das ja nämlich ungefähr die gleiche Größe wie die anderen Diagramme, die ich hier habe. Und jetzt wollen wir wieder diese Dämpfung haben. Diese Dämpfung steht hier, war das Verhältnis von der Eingangsspannung zur Ausgangsspannung. So, also Verhältnis von Eingangsspannung zur Ausgangsspannung, das ist die Eingangsspannung, das ist hier hinten die Ausgangsspannung. Hier unten, wenn man in die Ecke guckt, da stehen die Knoten. Knoten 1 und Knoten 0003, so wie die jetzt durchnummeriert wurden. Da gehe ich hier nochmal auf Component und Edit und packe mir so ein Label Net hin und nenne mal das wirklich fest Knoten 1 und das hier hinten fest Knoten 2 oder Ausgang. Ja, ich könnte ja auch explizit so einen Ausgang dran bauen, aber das ist ja hinten das gleiche Potenzial. Also das soll mein Knoten 1 sein und Knoten 2. Jetzt muss ich die nochmal mit Draw Wire hier anschließen. Mit Space kann man das immer schön zoomen und lasst das nochmal durchsimulieren. Ja, und jetzt steht hier auch, das ist wirklich Knoten 1, Spannung am Knoten 1, Spannung am Knoten 2. Und jetzt ja, kann ich mal Spannung am Knoten 1 plotten.
Da sieht man auch wieder sehr schön, das ist bei 0 dB, so wie man das auch erwarten würde für eine Spannung von 1 Volt. Durchgezogene Linie steht natürlich wie eine 1. Ich habe ja hier auch feste Spannung vorgegeben, nämlich 1 Volt, aber eben auch mit 0 Grad Phasenwinkel. So, und was jetzt hier die gestrichelte Linie ist, ist der geplottete Phasenwinkel. Warum schwankt der? Ist nicht wahnsinnig sinnvoll, dass der schwankt. Aber der schwankt auch nur um ein paar Femtograd. Ne? Und Femto sind 10 hoch minus 15 oder sowas. Also das ist einfach numerisches Rauschen, was man hier sieht. Ja? Das gehört nicht wirklich zur Lösung. Das ist einfach Quatsch. Das ist einfach numerisches Rauschen. So, und jetzt kann ich mit der anderen Maus das hier draufklicken und kann hier auch Enter an algebraic expression to plot. Ich kann hier einfach sagen V1 durch V2. Das ist ja genau der Betrag das Verhältnis, das wir haben wollen. Und dann sieht man, das funktioniert ziemlich gut. Ja, also hier starten wir auch wieder mit, wenn ich mal einen Cursor drauflege, mit hier sind jetzt die Werte von dem Cursor. Muss ich mal hinter meinem Kamerafenster vorholen. Ja, wenn ich das zu sehr tiefen Frequenzen hier hinschiebe, vielleicht habe ich ein bisschen viel Frequenzen simuliert, dann starten wir da eben mit 6 dB, ja, und wir enden am Ende dieses Diagramms eben mit ein bisschen mehr als 90 dB. Hier ist jetzt dieser Übergangsbereich und das zoomt, ja, rutscht da langsam hoch die Kurve, aber ja, kann man oben sehen. Den Cursor bekommt man hin, indem man hier einfach einmal mit der Maus draufklickt. Ja, und das steht hier irgendwo auch, right-click to, so richtig steht das nicht, right-click to edit expression, control, left-click to integrate. Tja, ich meine, wenn ich jetzt hier irgendwie integriere über die Kurve, so richtig spannende Sachen stehen jetzt ja irgendwie nicht. Ne? Also er zeigt uns den Maximalwert hier auch an, 91,9 oder sagen wir mal 92 dB. Und wenn ich jetzt hier sowas wie eine Resonanz hätte, könnte man ja nochmal schauen, dann zeigt er auch da eine Bandbreite an und eine Leistungsbandbreite, was auch immer sich dahinter verbirgt. Ich glaube, das ist jetzt einfach nicht sinnvoll, das jetzt für unser Diagramm hier auszuwerten. Ja, aber also 250 Frequenzen ist auf jeden Fall irgendwie sehr viel. Ich mache da mal 25 draus und simuliere mal nochmal. Und dann bewegt sich dieser Cursor auch ein bisschen schneller, weil der immer nicht so ganz so viele Frequenzen drüber hoppen muss. So, und ich meine, was man eben auch sieht, ja, Phasenwinkel geht von 0 bis 180 Grad. Auch das ist irgendwie sinnvoll. Wenn ich hier unten nochmal auf die Formeln schaue, ja, wir haben ja hier diese J-Terme, also bei tiefen Frequenzen fallen diese Js nicht ins Gewicht, dann starte ich auf jeden Fall mit 0 Grad. Ja, und wenn die dann wenn zum Beispiel die Frequenz genau bei der Knickfrequenz ist, dann habe ich ja sowas wie 1 plus J, 1 plus J. So, 1 plus J ist ja 45 Grad, richtig? 1 plus J ist gerade so 45 Grad nach oben. So, 45 Grad und 45 Grad zusammen macht 90 Grad. Ja, und 90 Grad ist wieder J und 1 plus J ist irgendwie auch wieder sowas wie sozusagen 45 Grad. Also auf jeden Fall wird mein Phasenwinkel positiv. Macht das Sinn? So, wenn ich dann 1 durch einen positiven Phasenwinkel habe, also ich muss das ja eigentlich nochmal umdrehen, wird das ein negativer Phasenwinkel? Also Wunder hat man auch mal gesagt, wir haben irgendwo ein Minus, ne? Wenn ich jetzt zu sehr hohen Frequenzen gehe, Omega, dann habe ich nur diese Omega-Terme, Omega mal Omega und J mal J und so macht minus 1. Dann habe ich 1 durch minus
J. Also ich mich wundert, dass das sozusagen gegen plus geht, gegen plus 180 Grad und nicht gegen minus 180 Grad. Aber wir können ja einfach noch mal kurz in Octave das plotten und können eben sagen, wenn ich noch mal Finger 2 mir eine zweite Abbildung baue, die schiebe ich jetzt mal hier hoch und plotte in eben in diese zweite Abbildung auch wieder so semi-log x-mäßig rein. Jetzt nehmen wir das wieder diesen Bruch von hier oben. Ja, also den umgedrehten Spannungsteiler und davon hätten wir gerne den Winkel und den hätten wir gerne im Grad. Dafür müssen wir den mal 180 durch Pi rechnen. So, und dann geht der aber auch gegen 180 Grad. Also das wird schon passen, auf jeden Fall, was uns LT Spice ausgerechnet hat. Wahrscheinlich haben wir jetzt irgendwo hier so einen kleinen Denkfehler in unserer Logik drin. Das ist ja auch nicht ganz trivial, wie man hier unten jetzt mit den komplexen Zahlen da weiterrechnet. Das ist ja der umgedrehte Spannungsteiler, den wir da nehmen. Genau, es ist der umgedrehte Spannungsteiler. Also wir haben die J's über dem Bruchstrich. Naja, und wahrscheinlich passt das dann schon, ne? Wenn wir die J's über dem Bruchstrich haben. Klar, also hier habe ich jetzt ja J's unter dem Bruchstrich. Also der umgedrehte Spannungsteiler wäre jetzt ja der ohne den Bruch. So, und wenn ich mit der Frequenz ansteige, dann habe ich einen positiven J-Anteil, wenn ich die miteinander multipliziere, bleibt das positiv und dann, ja genau, also hier wird es ja eigentlich negativ. Wenn ich das so rumplotte, dann kriege ich einen negativen Phasenwinkel. Wenn ich das wieder umdrehe, den Nenner nach oben hole, dann wird es wieder positiv. Ja, also passt, ja, funktioniert. Okay, so, also wir haben es von Hand gerechnet, wir haben es in Octave nochmal nachgeplottet, wir haben es in LT Spice gerechnet, es kommt überall das gleiche raus, sieht sinnvoll aus. So, dann können wir uns noch schlussendlich mit dieser letzten Aufgabe hier so ein bisschen beschäftigen. Wie verändert sich die Dämpfung, wenn wir jetzt, wie besprochen, eine kleine parasitäre Kapazität hier parallel zu der Spule einbauen, die die ungewollte Wicklungskapazität zwischen den Wicklungen dieser Spule darstellt. Also das wäre das C-parasitär. So, und das sollen 1,25 Picofarad sein. So, jetzt kann man sich das auch wieder ein bisschen von Hand überlegen, was hier so passiert, wobei das relativ tricky ist. Aber wir können es ja wenigstens mal versuchen. So, was würde sich jetzt in der Formel hier oben ändern, wenn ich jetzt noch diese parasitäre Wicklungskapazität habe? Genau, das ZL würde sich verändern und wir würden zu dem ZL eben nochmal parallel ein ZC-Parasitär bekommen. Ja, so, an der Rechnung ändert sich nichts, an der Rechnung ändert sich dann hier wieder was. Ich clear jetzt mal generis drüber. Also hier würde jetzt nämlich stehen mal 1 durch J Omega C Parasitär geteilt durch die Summe von den beiden, J Omega L plus 1 durch J Omega C Parasitär. So, naja, und dann stellen wir fest, also spätestens ab hier wird es jetzt so ein bisschen tricky, weil, ja, also hier kann ich das jetzt nicht mehr so weitermachen wie bisher. Aber wir können sozusagen hier natürlich für den Bruch das gleiche Spiel machen, ja, und können das auch das machen, was wir vorher gemacht haben. Wir können uns hier das wegdenken und dann müsste es an der Stelle noch mit dazu multipliziert werden. Ja, also hier würden wir nochmal ein J Omega C Parasitär hinbekommen. So, und dann kann ich hier jetzt an der Stelle, also hier hinten steht eine 1,
bleibt eine 1 über. Ja, so richtig ein Omega kann ich nicht wegstreichen. Aber ja, nichtsdestotrotz kann man sich irgendwie überlegen, was hier passiert. Also vorher hatten wir hier ein Term mit diesem Omega zu stehen. Ja, desto größer die Frequenz wurde, ja, desto kleiner wurde der Spannungsteiler hier. Ich habe hier bei größerer Frequenz was Größeres im Nenner gehabt, dieses Bruches, und dann wurde eben meine Ausgangsspannung kleiner. Kann man ja hier oben praktisch im Prinzip auch sehen. Wenn das ZL größer wurde bei hohen Frequenzen, wurde der Spannungsteiler kleiner, habe ich sozusagen mehr Dämpfung. So, und was jetzt hier passiert, zumindest wenn die Frequenz so groß ist, dass dieses C-Parasitär eine Rolle spielt, dann teile ich wieder durch die Frequenz. Ja, das ist äußerst ungünstig. Genau, wir schließen im Prinzip bei hohen Frequenzen die Induktivität kurz. So, und ja, also wenn man jetzt noch länger Lust und Laune hat, kann man das natürlich hier irgendwie wieder auch so umformen, dass man hier unten auf so ein bisschen ähnliche Gleichung kommt wie hier und wieder so ein Analyseverhalten machen kann, wie ich muss nochmal ein bisschen hochscrollen, ja, so wie hier mit dieser Logarithmusformel. Und dann stellt man aber fest, dass, ja, dass das Verhalten von unserem Filter bei hohen Frequenzen jetzt total kaputt macht. So, also diese parasitäre Kapazität wird die Wicklungsinduktivität kurzschließen bei hohen Frequenzen. Von Hand ist das ein bisschen schwierig und trickreich zu analysieren, aber ja, wir haben ja zum Glück Octave. Und da könnten wir das jetzt mal machen. Also wir schreiben mal rein, Z-Parasitär sind 1,25 Picofarad. Pico sind 10 hoch minus 12. So, und dann kann ich daraus auch direkt ein ZC-Parasitär ausrechnen, indem ich einfach das C-Parasitär hier benutze. Ja, dann kommen da wieder 1000 Werte raus. Und jetzt kann ich unsere Spannungsteilerfunktion hier neu schreiben. Also setze ich auch einfach mal das Parasitär hinter und mache jetzt genau das hier hinten an der Stelle. Ich schreibe jetzt hin, hier muss jetzt die Parallelschaltung stehen von ZL und ZC. Parasitär. Und dann sieht man, die Spannungsteiler hier wird so lang, die passt jetzt gar nicht mehr auf eine Zeile, aber egal. So, und führe das mal aus, dann rechnet er mir das aus und jetzt suche ich mir wieder meine erste Abbildung raus und mach mal ein Hold. Ein Hold on. Also da ist die erste Abbildung und plotte jetzt in die erste Abbildung nochmal die zweite Übertragungsfunktion rein. Ja, und die müsste ich jetzt natürlich vielleicht erstmal noch ausrechnen. Also das A ergab sich ja aus dem Reziproken davon und das gleiche kann ich jetzt auch mit dem ADB machen, indem ich hier einfach jetzt das Neue nehme. So, und das will ich jetzt schlussendlich plotten mit Frequenz in dB, mit Frequenz in Megahertz skaliert und ja Dämpfung in dB. So, und dann sieht man hier oben sehr schön, was passiert. Also bei tiefen Frequenzen ändert sich natürlich nichts, hier ändert sich auch erstmal nichts und jetzt schlägt irgendwann diese parasitäre Wicklungskapazität zu, ja, dann wird die, also weil das ja jetzt wie so ein Parallelschwingkreis ist, wird, und der Parallelschwingkreis ja bei Resonanz praktisch eine super hohe Impedanz hat, ja, also wird das für einen gewissen Frequenzbereich, wird das mal richtig gut, da ist das sogar besser als unser originale Filter, aber danach wird das eben schlecht.
Ja, und danach kann man sich überlegen, geht diese Kurve eben runter und geht auf sowas, dass das eben nur noch, also insgesamt nur noch mit 20 dB pro Dekade ansteigt. Von unserer ursprünglichen Frequenz oder von der ursprünglichen Frequenz, wenn wir hier angefangen, die sich hinter diesem Kondensator verbirgt. So, und was natürlich jetzt bei so ganz hohen Frequenzen passieren wird, ist, dass dieser Kondensator auch noch so ein bisschen parasitäre Anschlussinduktivität hat und die wird dann hier bei ganz hohen Frequenzen auch noch mit reinschlagen und da das Verhalten kaputt machen. Ja. Also, schwierig. So, jetzt haben wir das irgendwie in Octave gerechnet. Also kurze Validierungsrechnung könnte man an der Stelle natürlich vielleicht noch machen. Wie könnte man jetzt auf diese Resonanzfrequenz kommen, die hier eingezeichnet ist? War das denn nicht die von dem Parallelschwingkreis? Oder? Das sollte die von dem Parallelschwingkreis sein, genau. So, und das heißt, wenn ich jetzt mal hier wieder ein bisschen runter scrolle, dass ich diesen Platz hier noch nutzen kann. Dann müsste man ZL gleich ZC, also die jeweilige gleichsetzen. Genau. Und dann kommt einfach die Bestimmungsgleichung raus für, das nenne ich jetzt mal Omega-Resonanz, wäre einfach 1 durch die Wurzel von L und C parasitär. Richtig? Sollte so sein, genau. So, und da kommt, ja, also das ist die für den, das sagt mir mein Grundlagen Elektrotechnik, wissen jetzt an der Stelle, dass das so sein sollte. So, da kommt was raus und das kann ich natürlich auch in eine F-Resonanz wieder umrechnen, indem ich das durch 2π teile. Das mache ich mal kurz in Octave. Also das Omega-Resonanz ist 1 durch die Wurzel von, genau, aber ich meine, also auf die Formel komme ich, wenn ich ZL gleich ZC setze, wenn die beiden Impedanzen im Prinzip betragsmäßig gleich sind. Also ich muss die vom Betrag her gleichsetzen, sonst funktioniert es mit dem J natürlich nicht. So, also L mal C parasitär, Klammer zu, und das jetzt geteilt durch 2 und Pi ergibt mir eine Resonanzfrequenz. So, und die können wir jetzt ja kurz auf das Diagramm nochmal schauen. Also in Octave kann man hier immer leider nicht so schön Marker drauflegen oder einen Data-Cursor, wie das im MATLAB geht. Aber hier sind 10 MHz, 20 MHz, 30 MHz, 40 MHz, hier sind 50 MHz. Also irgendwo zwischen 40 und 50 MHz, bei 45 vielleicht. So, also gucken wir raus. Ah ja, kommt tatsächlich so raus, wenn ich F-Resonanz nochmal durch 1E6 teile, 45,016 MHz. Ja, also passt ziemlich gut zu dem, was da jetzt passiert ist in diesem Diagramm. So, und genau auf die gleiche Art und Weise, ich lasse das mal hier so offen, kann ich das jetzt natürlich auch nochmal in meinem LT-Spice-Modell machen. Und das geht hier jetzt sogar relativ einfach, indem ich einfach auf die Induktivität nochmal draufklicke. Und dann stellen wir fest, man kann hier direkt eine Parallelkapazität einbauen. Und dann setze ich die auf 1,25 Pico. Irgendwie wurde die... Ja, irgendwas fehlt ja, aber ich kann es auch als... Okay, so 1,25 Picofarad. Das sieht man jetzt der Induktivität leider nicht an. Also man könnte auch ganz diskret einen Kondensator, eine Kapazität hier drüber bauen. Letztendlich ist das so ein Vorteil an LTSpice gegenüber anderen Netzwerksimulatoren, dass der jetzt diese Kapazität direkt hier mit reinrechnet. Und dafür, man muss jetzt keinen neuen Knoten setzen oder keinen neuen Zweig. Also die Systemmatrix, die Matrix für die Knotenspannungsanalyse wird dadurch nicht größer. So, und dann sieht man, dass hier genau das Gleiche passiert. Also wir haben diese Resonanz, die sieht jetzt hier ein bisschen anders aus, weil ich nur noch 25 Punkte habe pro Dekade. Wenn ich mal... Irgendwie hat meine Tastatur heute wieder Aussetzer.
Ja. So, wenn ich das auf 250 erhöhe, ja, Resonanzen sind ja immer, braucht man immer viele Frequenzen, um die scharf abzubilden, dann sieht man, dass diese Resonanz hier eben auch sehr steil wird. Potenziell ist die vielleicht sogar noch steiler, weil wir ja keine, wir haben jetzt einen idealen Parallelschwingkreis gebaut. Ja, da gibt es jetzt keine, wir haben jetzt keine, keine Ummagnetisierungswiderstand oder sowas. Das Einzige, was hier Verluste macht, ist jetzt noch der 1 Milliohm Parallelwiderstand, also der Serienwiderstand hier drin. Also ja, das geht hier beliebig steil hoch, wenn man so will. Ja, und ich meine, was ich jetzt ja hier auch mal machen kann, ich kann jetzt ja mal auf, wenn meine Tastatur denn funktioniert, ich könnte mal auf 1000 MHz gehen, also den Frequenzbereich nochmal irgendwie erweitern. Ja, und dann sieht man, dass das danach eben jetzt eher konstant bleibt. Und wenn ich das zu sehr, 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 sehr hohen Frequenzen jetzt ändere, also nochmal eine 10er Potenz mehr, dann sieht man, dass das irgendwann wieder ansteigt, weil natürlich jetzt dieser Kondensator trotzdem immer noch wirkt. Ja, aber ich habe dann, also die Induktivität macht im Prinzip gar nichts mehr. Es ist dann nur so, wie wenn ich nur noch den Kondensator hätte und nur noch den Kondensator wäre, ich starte von hier eben mit 20 dB pro Dekade und dann würde ich auf diese Linie kommen. So, und tja, das ist so ein bisschen das Ende von der Story. Also Filter bauen, an sich erstmal kein Problem. Tiefpassfilter, Induktivität in Reihe, Kapazität parallel, die sperrt bei hohen Frequenzen, die schließt bei hohen Frequenzen Störsignale kurz. Aber ja, leider, Induktivität ist aus Draht gewickelt. Draht hat dann in der Wicklung eine parasitäre Kapazität und der Kondensator hier, der hat auch Anschlussinduktivität. Und bei hohen Frequenzen muss ich dieses parasitäre Verhalten berücksichtigen. Das ist so ein bisschen die Storyline, die hier rauskommt an der Stelle. Und tja, das heißt also, man muss dann schon sehr darauf achten, was man da für Kondensatoren und was man für Spulen verwendet. Und da steckt natürlich dann auch relativ viel Know-how von den Herstellern drin, sich da das irgendwie so zu überlegen, wie wickle ich sowas, dass ich gute Stromtragfähigkeit habe, dass ich eben eine hohe Induktivität hinbekomme und gleichzeitig werde ich dann leider auch immer so eine relativ hohe parasitäre Wicklungskapazität haben. So, und hier hat jemand mir was in den Chat geschrieben, was ich gerade sehe. Bei falstart.com Circuits gibt es einen interaktiven JavaScript-basierten Schaltungssimulator. Und ja, also ich meine, ich glaube, den habe ich auch schon mal gesehen. Den können wir jetzt natürlich, wenn wir wollen, mal noch irgendwie ausprobieren. Hier ist mein Browser. So, falstart.com/circuits. Aber ja, das ist immer, wenn man einfach so tippt, ist natürlich, kommt natürlich nicht von Stadt. Nee, das ist aber irgendwie falsch. Circuits. Circuit. Also ich hätte gesagt, dass ich das jetzt richtig geschrieben habe. Circuit Simulator. Achso, es heißt nur Circuit, nicht Circuits. So. Genau, also den kenne ich auch. Der simuliert aber sozusagen im Zeitbereich und nicht im Frequenzbereich. Also hier haben wir jetzt einen RLC-Schwingkreis. Ja, kurzer Blick, hier ist der Widerstand, hier ist die Induktivität, hier ist die Kapazität und hier ist jetzt nochmal ein Schalter, womit ich den dämpfen kann. So dass nur noch hier hinten was passiert und hier hinten ist der Widerstand eben viel größer, so dass das gar nicht mehr wirklich schwingt.
Was mich jetzt so ein bisschen wundert ist, wo ist denn hier die Quelle in der ganzen Schaltung? So, also da unten habe ich die Ossis und hier hätten wir jetzt bei Zeichnen, digitale Chips, passive Bauelemente. Also ja, hier könnte ich mir das jetzt auch nachbauen. Ich sag mal so, das ist total nett, um sich so das Verhalten dieser Schaltung hier anzuschauen. Genau, der Hedonica hat gerade nochmal den richtigen Link gepostet und das Batteriesymbol, also ich sehe ja jetzt bei mir kein Batteriesymbol. Ach so, ich verstehe, das hier ist das Batteriesymbol, klar, okay, sehr gut, okay. Also das ist das Batteriesymbol und jetzt schwingt es ja auch schon so langsam aus, wie man sieht, also das ist relativ wenig gedämpft und über den, jetzt verstehe ich die Schaltung, okay, klar, und über diese Gleichspannungsquelle über diesen Widerstand kann ich die Induktivität aufladen. Ja, und jetzt muss ich das irgendwie, also jetzt habe ich ja hier dann einen Gleichstrom in der Induktivität. Jetzt können wir gucken, ja, das ist, keine Ahnung, welche Spannung hier so richtig dargestellt ist, aber jetzt habe ich eben irgendwann vollen Strom durch die Induktivität zu fließen. Wenn ich jetzt den Schalter aufmache, dann schwingt natürlich dieser Schwingkreis wie verrückt, weil die Induktivität will den Strom ganz unbedingt weitertreiben und dann schwingt das hier so hin und her. Also um so zu verstehen, was zum Beispiel in so einem Schwingkreis passiert, wirklich im Zeitbereich und wie die Phasenverschiebung von Strom und Spannung zueinander ist, ist das meines Erachtens total hilfreich. Aber um jetzt Resonanzverhalten von Schaltungen sich anzuschauen oder eben sich zu überlegen, wie verändert sich das Verhalten in Abhängigkeit von der Frequenz, ist das so ein bisschen trickreich. Also weil dann müsste ich hier zumindest erstmal eine Wechselspannungsquelle haben und dann mir auch eben angucken, was passiert denn mit der Amplitude zum Beispiel. Ja, also meines Erachtens, also wenn ich wirklich nachher ganz detailliert verstehen will, was in so einem Filter passiert, dann ist es mit Sicherheit keine schlechte Idee, den auch noch mal im Zeitbereich zu simulieren. Aber um jetzt so das allgemeine Verhalten rauszufinden, ist Frequenzbereich aus meiner Sicht dann doch anschaulicher. Um gerade so Tiefpass, Bandpass, Hochpass, Bandsperreverhalten herauszubekommen und zum Beispiel auch so einen Einfluss von so einem parasitären Elementen. Aber das ist auf jeden Fall ein ziemlich guter Tipp und auf jeden Fall auch ein Vorteil, dass das Ganze eben rein im Browser läuft, ja, und man nichts installieren muss.